insgesamt 7 Wochen der Passionszeit sind eine besondere Zeit. Sie laden uns zu Ruhe und Besinnung ein. Entschleunigung, sagen wir heute. Es ist Wellness für Leib und Seele, wenn ich mal einen Gang runterschalten kann. Nicht tausend Dinge gleichzeitig tue. Wenn ich einfach nur für mich, für Gott, für die innere Zwiesprache da sein darf. Ein verordnetes Schweigen, eine aufgezwungene Stille ist das Klavierstück 433 von John Cage. Da sitzt der Pianist auf dem Klavierhocker vor den Tasten und spielt keinen einzigen Ton. Zu hören ist 4 Minuten und 33 Sekunden lang nichts, Stille. Die Uraufführung dieses Stückes 1952 in New York löste verständlicherweise einen Skandal aus. Aber den Hinweis darauf, dass man Stille genießen, gestalten, gespannt verfolgen kann, finde ich reizvoll. Stille und Ruhe sind ein göttliches Geschenk. In aller Betriebsamkeit und Hektik des Alltags sehnen wir oft uns danach. Da brauchen wir die Pause, allein physisch schon. Im Zur Ruhe kommen finde ich meine Mitte. Da rücken Ja und Nein zusammen. Da spüre ich Anfang und Ende, werde gelassener. Das Kleinkarierte fügt sich in ein größeres Muster. Passionszeit. Nicht nur die Sonntage sind Verschnaufpausen. Auch an den Tagen dazwischen können wir uns beschenken lassen. Mit 4:33.